Ah. Oh, das trifft sich gut. Ich muss ja in den Sturm. Die Wolken in der Ferne werden dunkler und türmen sich übereinander. Als kämpfen sie darum, wer die mächtigste von ihnen ist. Ein greller, blendender Blitz schießt aus dem Himmel ins Meer, unmittelbar gefolgt von einem Donnerschlag. Luca verzieht das Gesicht und schaut auf den aufziehenden Sturm. Das ist verdammt nochmal nicht nur eine kleine Sturmbö. Könnte ein richtig übler Sturm sein. Lass die Wellen nicht seitlich ans Schiff schlagen. Schließt eine Luke und versucht den Sturm irgendwie zu überstehen. Ja. Deine Mannschaft blickt dich an. Deine Befehle? Fürst Darins Helebarde gegen den Himmel heben. Bring uns in den Sturm. Die Mannschaftsmitglieder sehen dich an, bevor sie sich der Aufgabe widmen. Der Bug, der die feit, wendet sich in Richtung des Sturms und gleitet durch den Regen, als würde sie durch einen Schleier gleiten, um zu einer unruhigen Rast unter dem gequälten Himmel zu kommen. Blitze zucken über die Wolken. Du kletterst in die Takelage und hältst dich mit einer Hand am Tau fest, während du die Helebarde mit deiner anderen gen Himmel streckst. Die blendenden blau-violetten Bögen scheinen nur wenig Meter entfernt zu sein. Als die Defiance 4 einen Wellenkamm erklimmt, wirst du in Richtung der tobenden Elemente über euch geschoben und sie lassen sich herab, dich zu treffen. Eine zerfetzte Gabelenergie fällt aus den Wolken wie die Axt eines Kopfjägers herunter. Ein Blitz trifft die Waffe, läuft durch sie hindurch und fährt in dich. Deine Gliedmaßen sprühen Funken, während die ganze Welt rings um dich herum weiß wird, bevor violette Blüten hinter deinen Augen explodieren. Also, wie du sehen kannst, ist das Meer ruhig. Die Wolken bilden eine glatte, graue Decke über dir. Die Helebarde fühlt sich schwerer an, als würde das Gewicht des Sturms hier innewohnen. Im Mittel der Jubelschrei und dem Klatschen der Mannschaft kletterst du aus der Takelage herab. Moral erlangt, Mannschaftserfahrung und wir haben... Ja. Die Waffe verbessert. Ich glaube, statischer Donner ist jetzt hinzugekommen. Fügt Feinden beim einzelnen erzielten Treffer ein Stapelbar weg zu. Beim kritischen Treffer verlieren alle Gegner im Wirkungsbereich sämtliche Stapel und erleiden pro Stapel 10 Schockschaden. Gegner im Wirkungsbereich werden für 10 Sekunden desorientiert. Ja, 30 kritische Treffer mit der Waffe erzielen. Ja, dürfte man irgendwie hinkriegen. Da wäre ein Sturm, aber nicht auf unserem Weg. Way, oh, way. Ich finde die Seemannslieder während der Schiffsfahrt immer so genial. So, gucken wir erstmal am Schrein zu beten und zu rasten. Ja, Religion. Berat-Schrein. Am Schrein beten und dich ausruhen. I kept sich schön dabei, den bei Laune zu halten, der dich wieder ins Leben zurückgebracht hat. Seraphin grinst hämisch und geht neben dir auf die Knie. Xoris Augen funkeln im Bus auf dem Vergnügen. 8 Stunden. Ja, du hältst keine Antwort, ist alles okay. Jetzt sollten wir dann allerdings einen neuen Segen haben. Ja, was? Ist auf uns? Rikus, Segen plus 2 Entschlossenheit. Naja, nicht gerade viel, aber etwas wenigstens. So, Valiarische Handelsgesellschaft Lager, Xaurib Lager Oase.
Da steckt halt einer im Sand. Oh, und da ist wohl das, was wir suchen, hä? Warte mal. Wie hieß das Ding? Engari erfuhr, dass der Stein bei einem einsamen Überlebenden, der sich in einer unwirklichen Wüste an sein Leben klammert, gefunden werden kann. Oh, das ist tiefsinnig. Ich habe den ungestifteten Edelstein außerhalb von Pokokuhara gefunden. Um auf seine spirituelle Geschichte zuzugreifen, muss ich ihn in das Becken der Erinnerung legen. Ja, dass der einzelne Überlebende ist die Palme. Weil guckt euch das mal an, hier ist alles Einöde. Nur die Palme steht doch. Die eine einzelne Palme. Hm. Gut. Dann machen wir uns mal wieder dünn. Dann geht's jetzt nach Nikataka zu Perikis Aussichtspunkt. Was hat eigentlich so unser Log, unsere Notizen? Händler, Lehrer, Monster, Dungeon. Ja, die drei Superviecher. So, nächste Haltestelle wäre dann Nikataka. Fahren wir in Ruhe nach Nikataka. Wie sehen unsere Vorräte eigentlich gerade so aus? Milch und Reis. Ich könnte Schiffszwieback ausgeben. Das wird zwar ein bisschen die Moral senken. Aber das kann ich dann nachher wieder reinholen, wenn wir so auf 90 Moral unten sind. Also nach 10 Tagen. Gehe ich wieder auf Reis und dann, wenn die Silberflossen kommen, dann geht es eh wieder hoch. Dumm. Ich könnte auch hier Vorräte kaufen, nämlich Nahrung. Ja, Reis und Bier könnte ich hier jede Menge kaufen. Ich habe hier Schiffszwieback, die ich wieder zurückkaufen könnte. Kaufen wir aber einfach mal 200 Reis. Aber zu Perikis Aussichtspunkt. Ach, gehen wir einfach mal erst in den dunklen Schrank. Ich könnte mir nämlich echt vorstellen, dass Akemia das Teil hat. Oder besser gesagt, dass die Wahrsagerpuppe das Ohr vielleicht hat. Akemir hat ja eine Wahrsagerpuppe da stehen, die mal ein Verbrecher war. Bis Akemir aus ihm eine Wahrsagerpuppe gemacht hat. Also das Konstrukt, Ladenimp. Achso, das ist der Tierschnetzler. Nein, danke. Salutations. Do you wish to hear your fortune? Grüße, möchtest du einen Blick in deine Zukunft werfen?
Eine vertraute Energie, die dir ähnelt, die du aus den Artefakten des Gesichts der Jags gespürt hast, strömt aus dem linken Ohr in der Figur. Das Ohr nehmen. Du reichst in die Kiste, packst das linke Ohr der Marionette und reißt es mit einem lauten Knall ab, der kaum dem Überraschungsschrei des Wahrsagers übertönt. Die Figur setzt sich in seiner Kiste auf und blinzelt schnell. Eine hölzerne Hand berührt die Seite ihres Kopfes. Ohr des Wahrsagers, ja. Das hölzerne Ohr von Ifrin des Wahrsagers im Blutschrank von zweifelhaftem Talent ist rau und splittert durch die Abtrennung. Hm? Er seufzt. Ich glaube, ich habe nicht viel Nutzen von dem Ding gemacht. Trotzdem, du hättest gefragt. Na gut, ich habe das Ding ja auch kaum genutzt, trotzdem. Du hättest auch einfach fragen können. Mit einem weichen Klingeln blitzeln dich die hölzernen Augen an. Die Zukunft erfahren. Die Puppe schießt ihre Augen, hebt die Finger, du hörst, wie Zahnräder in der Kiste schwirren, die Augen öffnen sich wieder, ja. Ich sehe einen Fork in der Road. Da ist eine Statue von einem Human. Jemand in Robes. Nimm den rechten Fork. Wenn du rechts gehst, könnte es ugly. Don't ask me why. Ich sehe eine Wegzweigung. Da ist eine Statue von einem Mensch. Jemand in Roben. Nimm den linken Pfad. Wenn du nach rechts gehst, könnte es schlecht ausgehen. Frag mich nicht warum. Ich kann nichts mehr sehen. Es sei denn, du gibst mir noch einen Haufen. Ja, okay, noch einen. Ja. I'm all out of fortunes for you. Most people never ask for more than one. Okay. Gut, das heißt, wir können wieder aufs Schiff. Und wir können wieder den Abflug machen. Yay. Schiff nebenbei. Reis. Ja, nehmen wir mal 99 weg. So, so ist es gut. I already have one guest in my head. I don't need another. Sorry, lad. Thought that chip on your shoulder were for all to see. Do you ever have a thought and just decide to keep it to yourself? More than you know, my dear inmate. More than you know. Okay, Seraphir und Alof mal wieder über Iselmir. Ich habe bereits einen Gast in meinem Kopf, ich brauche keinen weiteren, sagt Alof. Seraphir darauf, Entschuldigung, Junge, dachte, dieser Komplex von dir wäre für alle sichtbar. Alof wieder, hast du auch ab und zu mal einen Gedanken, den du einfach für dich behältst? Und Seraphir antwortet, mehr als du denkst, mein ederianischer Kumpel, mehr als du denkst. So, das heißt zurück aufs Schiff. Dummdi-dumm. Und ja, ich habe auch immer noch keine Ahnung, welcher der vier Fraktionen wir uns nachher für das Ende anschließen sollen. Ach, das ist das Schöne an dem Spiel. Es gibt so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Und alle haben es Konsequenzen. Hm. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, was für Konsequenzen die Entscheidungsmöglichkeiten vom ersten Teil hier teilweise im zweiten Teil haben. Zum Beispiel, dass Rümmergrad immer noch angepisst ist, weil ich einen Stein verbummelt habe. Also was heißt verbummelt? Ich habe eben irgendwelchen Bleichelfen gegeben, damit sie ins Nichts abwandern können, wo Rümmergrad sie dann gefoltert hat. War also die schlechteste Idee. Zum Schiffsdeck. Kann ich nicht irgendwie einstellen, dass ich mein Schiff weiterverfolge?
Mir fällt gerade so auf, ich kann auch hier den Schnellmodus mal aktivieren. Und wieder ausmachen. Und anlegen.